Guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Seien Sie zu einer herzlichen Sendung begrüßt, nicht ohne mit einem Augenzwinkern darauf hinzuweisen, dass wir in etwa 8 Wochen schon wieder unter dem Weihnachtsbaum sitzen. Aber etwas Zeit bleibt uns bis dahin ja noch. So können wir uns in Ruhe unseren heutigen Themen widmen. Wir haben die Feuerwehren des Kreises bei ihren Leistungsnachweisen beobachtet, waren dabei, als im Liebfrauengymnasium in Büren zu einem ehemaligen Fest geladen wurde und waren von den sportlichen Aktivitäten im Salzkottner Ortsteil Thüle beeindruckt. Doch beginnen wir mit der Feuerwehr und ihren wahren Helden des Alltags, wenn es ernst wird und lichterloh brennt oder aber wenn Unfallopfer mit der Rettungsschere geborgen werden müssen, sind sie gefragt. Dabei müssen sie über ein umfangreiches Können und Fachwissen verfügen. Das wurde jetzt eindrucksvoll in Thüle gezeigt, als sich dort rund 350 Wehrleute zu einem Leistungsnachweis einfanden. Unsere Reporterin Sandra Glocke war vor Ort. Die Feuerwehr, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das sind die Leute, die auch ganz häufig ehrenamtlich tätig sind und vor denen ich höchsten Respekt habe und für die mein Herz auch brennt, um bei der Feuerwehr zu bleiben. Heute sind wir hier in Thüle, denn da treffen sich rund 350 Feuerwehrleute zu ihrem jährlichen Leistungsnachweis. Das ist ein Wettbewerb mit 4 verschiedenen Sachen zu erledigen, unter anderem auch eine theoretische Sache. Und wir sind dabei und schauen den Feuerwehrleuten hier über die Schultern und gucken, was die alles so machen müssen und was bei der Feuerwehr so los ist. Etwa 350 Feuerwehrleute aus dem Kreis Paderborn waren hier am Bürgerhaus in Thüle zum jährlichen Leistungsnachweis angetreten. Bis einschließlich 2009 wurde dieser Leistungsnachweis an der Kreisfeuerwehrzentrale in Büren-Aden ausgetragen. Jetzt geht man mit dieser Veranstaltung auf die Dörfer. Unter den kritischen Augen der etwa 25 Schiedsrichter legten die einzelnen Gruppen ihre Leistungsnachweise ab. Angesagt war hier eine Containerübung und ein Dekontaminierungsvorgang, eine fachtheoretische Abfrage und ein Nachweis über Knoten und Stiche. Hier in diesem Container bekommen die etwa 40 Gruppen nähere organisatorische Angaben über den heutigen Leistungsnachweis. Und jetzt kann auch Kreisbrandmeister Elmar Keuter, Salzkottens Bürgermeister Ulrich Berger und den Paderborner Landrat Christoph Rüther als interessierte Gäste begrüßen. Sie haben im Kreis Paderborn hauptamtliche Feuerwehrleute und ehrenamtliche und wahrscheinlich nie genug Feuerwehrleute und haben jetzt die Möglichkeit, den Aufruf zu machen, warum sich die Menschen für den Beruf Feuerwehrmann oder für das Ehrenamt engagieren sollten. Ja, toll, Frau Glocke. Also das mache ich natürlich sehr, sehr gerne, weil von ganzem Herzen. Also diese Kameradschaft, auch das, was man heute Morgen hier erlebt, dieses Miteinander, sich aufeinander verlassen können, das macht es aus hier bei der Feuerwehr. Aber auch natürlich die Priorität. Viele Menschen sagen ja auch, dass sie Sinnhaftiges machen wollen, wenn sie in ihrer Freizeit noch was tun. Und ich glaube, Feuerwehr, das ist, glaube ich, unbestritten ein sehr sinnhafter Ehrenamtsjob. Und ich bitte und rufe alle auf, kommt rüber, also Frauen und Männer zugleich. Wir brauchen einfach ganz, ganz viele Menschen, die uns unterstützen. Hier sehen wir jetzt die Freiwillige Feuerwehr aus Niederntudorf, die sich bereit gemacht hat für ihre erste Aufgabe. Die haben sich auch neben ihrer Montur, die sie eigentlich tragen, noch so bunte Schilder umgetan. Was bedeutet das? Ja, diese Schilder sind Funktionskennzeichen. Und zwar innerhalb der Gruppe sind verschiedene Tätigkeiten zu führen, also die mit auch Trupps. Ne? Die Feuerwehr ist ja gruppiert und da gibt es einzelne Trupps, die für bestimmte Tätigkeiten zuständig sind. Und da wird farblich und von der Form her festgelegt, wer welche Aufgaben übernehmen muss, damit auch die Schiedsrichter jetzt in dem Fall sehen können, ob die Trupps ihre Arbeit auch richtig machen. Es gibt den Angriffstrupp, den Wassertrupp, den Schlauchtrupp, dann aber auch den Melder, die Funktion Maschinist und auch den Gruppenführer. Mhm. Der Gruppenführer ist dafür zuständig, den groben Rahmen anzugeben. Also er gibt die Befehle, wer wie arbeiten soll und was er machen soll. Das ist eine ganz klare Auftragstaktik, die wir da verfolgen, damit auch das Ziel, was im Groben im Vordergrund steht, auch erreicht wird. Ein erster Nachweis über die Sinnhaftigkeit der Feuerwehren ist eine Übung, die hier jetzt vom Löschzug aus Niederntudorf demonstriert wird. Die Lage?
Bei angenommener Dunkelheit soll eine Person, hier in Form eines Dummies dargestellt, aus einer prekären Situation befreit werden. Ein Bein war von diesem schwergewichtigen Container eingeklemmt worden. Erste Hilfe durch den Notfallhelfer. An technischen Geräten werden hier unter anderem Hebebaum und hydraulische Hilfen zur Ausführung kommen. Der Container wird jetzt mit diesen Hilfsmitteln hochgebockt. Holzklötze, die unterbaut werden, sorgen für die nötige Bodenfreiheit. Jeder hier in dieser agierenden Gruppe macht seine Aufgabe perfekt. Nach erstaunlich kurzer Zeit kann die Person befreit werden. Die Maßnahmen für den Abtransport der verunfallten Person werden nun getroffen. Nach einer kritischen Nachbetrachtung der Übung gibt es für die Wehrmänner aus Niederntudorf kaum Beanstandung. Gut gemacht. Den Begriff Wehrmänner nehme ich hiermit zurück, denn heute sind auch die Feuerwehrfrauen im Einsatz. Darunter eine leibhaftige Königin, Sophia Droste, die Schützenkönigin von Haaren. Wie viele Feuerwehrfrauen gibt es denn in Haaren? Wir sind, glaube ich, 7 und 3 haben wir jetzt heute dabei. 7 ist aber schon eine gute Zahl an Frauenbelegung, oder? Auf jeden Fall, ja. Ja gut, dann machen wir mal jetzt einen Aufruf. Ne? Für Frauen ist auch die Feuerwehr ein guter Job, weil... Weil das einfach eine geile Gemeinschaft ist. Also so generell wird man mehr zu Familie, als dass es Freunde sind. Und einfach so diese Betätigung, was für die Gemeinschaft zu tun, macht natürlich Riesenspaß. Ist halt alles eine runde Sache, ne? Und ich sag mal so, was die Männer können, können wir Frauen auch. So, haben wir es gehört. Und ich finde noch weitere Feuerwehrfrauen. Seid ihr gut aufgestellt, frauenmäßig in Niederntudorf? Ja, wir sind, glaube ich, circa 10 Frauen bei uns in der Abteilung. Das ist gut, also... Die Spinde reichen schon fast nicht mehr aus. Also. Wie bist du da an die Feuerwehr gekommen? Meine Geschwister waren vor mir in der Jugendfeuerwehr, dann bin ich irgendwann auch in der Jugendfeuerwehr rein und ja, dadurch. Warum bist du Feuerwehrfrau geworden? Das kann ich gar nicht genau beschreiben. Also ich bin auch mit der Jugendfeuerwehr angefangen. Ja, und da hat man sich dann damals mal für interessiert. Und dann hat man gemerkt, dass es wirklich auch Spaß macht, dass es herausfordernd ist und dann ist man einfach dabei geblieben, weil man ein Mitglied der Gemeinschaft geworden ist. Genau, also man wird wirklich herzlich in der Feuerwehr willkommen, also egal ob Mann oder Frau und es macht auch super viel Spaß. Der nächste Leistungsnachweis der Feuerwehrleute, Knoten und Stiche. Ja, was wird hier gemacht? Was müssen die Feuerwehrmänner hier gerade machen? Ja, hier müssen die Knoten machen, 3 Knoten sind das an der Anzahl. Einmal den Mastwurf, den Ankerstich und den Schotenstich. Wir müssen einmal hier hinlegen, haben 3 Minuten Zeit dafür und dann werden wir das entsprechend gleich bewerten. Wofür sind solche Knoten gut? Wofür braucht man einen Maststrich? Zum Beispiel, wenn man irgendwo was festbinden will, hat er eben so einen Pin, wie in diesem Fall simuliert hier, ja. Ein Pfahl oder ein Baum oder sonst was. Dann kann man diese Knoten machen, den drauflegen und dann hat man es befestigt. Okay. Also das ist so ein Grundding, was sie alle können müssen? Ja, das sollte eigentlich jeder Feuerwehrmann können. Thomas Peitzmeier, Leiter des Ressorts Bürgerdienste der Stadt Salzgotten. Wie klappt die Zusammenarbeit, so Feuerwehr und Stadtverwaltung? Also in erster Linie habe ich als Hauptansprechpartner in der Regel die 3 Kameraden von der Wehrführung, Herr Rupprecht, Herr Schlünz und Herr Knust. Und darüber hinaus hat man natürlich auch regelmäßig Kontakt mit den Einheitsführern von den umliegenden Wehren. Und das sind ja auch nochmal 8 an der Zahl, die will ich jetzt hier nicht alle nochmal aufzählen, aber man hat da über die Jahre ein partnerschaftliches Verhältnis entwickelt und nur so funktioniert das auch. Im Thüler Bürgerhaus hatte man inzwischen die Theorie mit der Beantwortung kniffliger Fragen beendet. Es liegt ein Feuerwehrmann auf dem Boden. Genau, was wir hier haben im Rahmen des Leistungsnachweises ist eine kleine Übung, die wir hier vorbereitet haben. Es handelt sich dabei um einen Sofort-Dekon-Platz. Der wird von uns eingerichtet bei Unfällen mit Gefahrgütern, gefährlichen Stoffen und Gütern oder sonstigen Gefahrstoffen, mit denen unsere Feuerwehrkameraden im Einsatz in Kontakt kommen können. Um das einfach zu sagen, wir haben die ABC-Züge und sollten diese noch nicht vor Ort sein, muss jede Feuerwehr in der Lage sein, mit gefährlichen Stoffen und Gütern umzugehen. Hier üben wir das Entfernen von kontaminierter Kleidung. Wir üben die Versorgung von Verletzungen durch Chemikalien, durch Säuren, Laugen, feste Stoffe, radioaktive Strahlung und geben das hier so ein bisschen weiter. Darf ich einmal nach deinem Namen fragen? Ich bin der Martin. Martin aus? Aus Sande. Aus Sande. Ihr habt hier heute euren Leistungsnachweis schon hinter euch. Genau, richtig. Und jetzt wird gelöscht? Jetzt wird gelöscht, auch von innen, genau. Ist auch wichtig. Ja, und bei dem Wetter, ne?
Und du hast deine Tochter hier auf dem Arm? Genau, die Mira. Hallo Mira. Wie alt bist du? 2, ich übersetze 2, ne? Und wird Mira dazu angeleitet, eventuell auch demnächst mal in den Feuerwehrdienst zu gehen? Wenn sie da Lust zu hat, ne? Aber bis jetzt sieht das erstmal relativ gut aus. Das passende T-Shirt hat sie schon mal an, ne? Genau. Alles klar, danke schön, das war's. Kommst du? Aus Delbrück-Lippling. Und wie alt bist du? 18. Du bist also schon bei der großen Feuerwehr? Ja. Gut. Wie bist du zur Feuerwehr gekommen? Ich bin 2017 in die Jugendfeuerwehr eingetreten und halt früher schon im Kindergarten und so habe ich halt dort mitgemacht und dann hinterher dann in die Jugendfeuerwehr, wo ich 12 war. Und seit 2017 bin ich dann in der Jugendfeuerwehr. Hast du noch ein paar Freunde auch, die mit dir da mitgegangen sind oder bist du da eher alleine? War das von dir aus nur? Ich hatte auch ein paar Freunde. Also wir sind jetzt, die wird noch 18 und halt jemand, der ist ein Jahr älter, der steht auch hier um die Ecke und ja, dann haben wir alle zusammen immer Spaß gehabt und jetzt sind wir in der Aktiven. Schön, danke schön. Das war's. Ihr habt heute hier euren Leistungsnachweis absolviert und seid durchgekommen? Auf jeden Fall. Eigentlich, es geht ja nicht hier ums Bestehen, eigentlich mehr, viel mehr um die Kameradschaftlichkeit hier. Aha. Dass immer Zusammenhalt in den einzelnen Löschzügen besteht oder im ganzen Kreisgebiet. Das ist immer wieder eine schöne Veranstaltung hier. Ja, ich organisiere das schon seit 5 Jahren bei uns im Löschzug. Und es macht immer wieder Spaß, dann hier an diesem Wettbewerb teilzunehmen. Und hier in Thüle ist auch eine gute Location. Ne? Habt ihr das in Bentfeld auch schon mal gemacht? Nein, aber heute Morgen kamen schon mal die ersten Gedanken, dass wir das vielleicht in 5 Jahren machen, zu unserem Löschzugjubiläum. Weil es ist einfach eine schöne Veranstaltung, um den ganzen Kreis mal wieder einmal zusammenzuführen. So Jürgen, ein paar Wochen Vorbereitung war das schon, ne? Und jetzt läuft's? Jetzt läuft es, also ein paar Wochen. Wir haben es ja, wie eben schon mal gesagt wurde, vor 3 Jahren schon mal vorgehabt jetzt, unserem 95. Geburtstag. Aber dann kam ja Corona dazwischen, aber jetzt so, die letzten Wochen waren ein bisschen intensiver, aber jetzt läuft es also. Also denkst du dir jetzt, oh, Gott sei Dank, jetzt haben wir es geschafft? Heute Abend bestimmt, ja. Wenn wir das ein oder andere Bier getrunken haben dabei, dann sind wir froh, dass wir hinter uns haben. Also tatsächlich habe ich jetzt bei diesem Rundgang über die verschiedenen Wettbewerbe des Leistungsnachweises gesehen, was für eine tolle Gemeinschaft wirklich in der Feuerwehr steckt. Super, alle sind begeistert, alle sind bei der Sache. Viele Frauen, Gott sei Dank auch. Gelöscht werden muss weiterhin, wie auch immer, entweder beim Feuer oder beim Durst. Und das machen die jetzt heute Nachmittag wahrscheinlich auch noch. Und das gehört auch dazu. Und deswegen sage ich jetzt erstmal Tschüss aus Thüle, Tschüss vom Leistungsnachweis der Feuerwehren des Kreis Paderborn. Ciao! Erinnern Sie sich noch gerne an Ihre Schulzeit? Nun, nicht alle werden das mit Begeisterung bejahen. Rund 800 ehemalige Schülerinnen und Schüler aber folgten jetzt einer Einladung ihrer Schule. Das Bührener Liebfrauengymnasium hatte zu einem ehemaligen Treffen eingeladen und viele kamen. Unter ihnen auch unser Berichterstatter Tobias Kleinschulte. Festliche Stimmung am Bührener Liebfrauengymnasium, das auch von zahlreichen Schülerinnen und Schülern aus der Kernstadt Salzkotten und den umliegenden Ortschaften besucht wird. Am vergangenen Wochenende öffnete die Schule auch samstags ihre Türen, allerdings weniger für die aktuelle Schülerschar, die zwar auch fleißig am Werk war, aber dafür umso mehr für alle ehemaligen Schülerinnen und Schüler des traditionsreichen Gymnasiums. Nach 7-jähriger Pause wurde wieder ein großes ehemaligen Fest gefeiert, was Schulleiter Thorsten Haneschmacher besonders freute. Ja, wir sind alle sehr gespannt, was passiert heute Nachmittag. Wir haben ja sehr lange gewartet auf diesen Tag aufgrund der Pause durch Corona und wollten das ja eigentlich mit dem 75-jährigen Jubiläum vereinen. Aber jetzt sind wir ganz gespannt. 800 Menschen kommen und wir freuen uns. Über 5000 Absolventen zählt das Bührener Gymnasium, das 1946 als reines Mädchengymnasium von den Schwestern unserer lieben Frau gegründet wurde. Seit den 70er Jahren ist die Bildungseinrichtung koedukativ, das heißt Jungen und Mädchen werden hier beschult. Seit 2012 ist die Schule in Trägerschaft der Malteser Werke. Um die 800 ehemalige Schüler hatten heute noch einmal die Reise an ihre alte Schule angetreten. Einige aus der nahen Umgebung, andere sogar aus dem europäischen Ausland. Unter den ehemaligen auch eine Dame aus dem Einschulungsjahrgang 1946. In den vorbereiteten Klassenräumen trafen die ehemaligen auf Mitschüler aus ihren damaligen Abiturjahrgängen. Bei Kaffee und Kuchen schwelgte man in Erinnerungen an die Schulzeit, an Lehrer und Klassenfahrten.
Ich fand es genial, vor allen Dingen, weil wir Jahrgänge hatten von 1956 bis 2023. Und wenn man dann jüngere Geschichten hört, aber vor allen Dingen auch die alten Geschichten hört, von den Jubilaren, die 50 Jahre Abitur hatten, sogar 60 Jahre Abitur, das war schon ganz spannend. Besonders erstaunt zeigten sich die Gäste über die großen Veränderungen, die das Gymnasium in den letzten Jahren erfahren hat. Digitalisierung, hochmoderne Fachräume und eine Wohlfühl-Lern- und Lebensatmosphäre sind hier keine Fremdwörter. Abends ging es für die Ehemaligen in der Bürener Stadthalle weiter. Foodtrucks luden zu kulinarischen Köstlichkeiten ein und wieder wurden zahlreiche Erinnerungen ausgetauscht, wenn auch diesmal bei Bier und Wein statt bei Kaffee und Kuchen. Wer das Bürener Liebfrauengymnasium kennenlernen möchte, kann sich jetzt schon einmal den 1. Dezember vormerken. Beim Tag der offenen Tür lädt die Schule alle Viertklässler zu einer spannenden Erkundung des Gymnasiums ein. Angesprochen sind auch aktuelle Zehntklässler, die einen Wechsel in die gymnasiale Oberstufe anstreben. Potenzielle neue Schüler, die in wenigen Jahren auch zum großen Kreis der ehemaligen gehören könnten. Sport wird in unserer zumeist bewegungsarmen Zeit großgeschrieben. Viele Zeitgenossen haben dann aber auch Probleme, sich für eine passende Sportart zu entscheiden. Hilfestellung geben Sportvereine wie zum Beispiel der VfL Thüle. Der hatte längst die Zeichen der Zeit erkannt. Um sich erfolgreich aufzustellen, wurde ein breites Angebot offeriert. Neben den mitgliedsstarken Sparten wie Fußball, Tennis, Gymnastik und Volleyball werden auch ein Lauftreff, die Nordic Walk Abteilung und eine Radrenngruppe angeboten. Unsere Reporterin Sandra Glocke hat sich dort umgesehen. Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wer im Stadtgebiet Salzkotten Sport treiben möchte, findet in jedem Dorf einen Sportverein mit ganz verschiedenen Abteilungen. Von A wie Angeln bis V wie Volleyball ist für jeden etwas dabei. Und wir wissen ja alle, Bewegung tut nicht nur dem Körper, sondern auch der Seele gut. Aber es gibt ja auch immer so viele andere Dinge und manchmal passt das Wetter nicht. Und dann gibt's ja auch noch den inneren Schweinehund, der überwunden werden muss. Heute bin ich beim VfL Thüle, 1919 e.V. Und die sind mitgliedertechnisch im Bereich Fußball und Tennis ganz gut aufgestellt. In manchen Sparten dürfte man aber fragen, darf es ein bisschen mehr sein? Wir gucken mal, wer so da ist. Hier vorne steht der Lauftreff, die Gruppe Lauftreff. Richtig, ja? Genau, wir sind der Lauftreff und wir laufen jeden Dienstag und jeden Donnerstag um 19.30 Uhr. Und ihr lauft aber auch richtig, ihr joggt? Genau, wir laufen ungefähr immer 10 Kilometer, so in einer Stunde, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. 10 Kilometer, wenn ich da mich nicht dran traue, wie komme ich bei euch rein? Die sich nicht dran trauen, die können trotzdem gerne zu uns kommen. Dann laufen wir eine kleine Runde und setzen die dann irgendwo wieder ab oder wir laufen ein bisschen langsamer. Wir würden uns auf jeden Fall über neue Mitglieder freuen. Wie groß ist euer Team? 8. 8 Leute. Und nehmt ihr auch dann gemeinsam an Wettkämpfen teil? Also wie jetzt der Marathon in Salzkotten war, da waren ja auch kleinere Strecken. Habt ihr da auch mitgemacht? Spontan so ein paar, aber es ist jetzt nicht so geregelt. Ne? Also wie wer halt Lust hat, da sind wir ganz frei. Ist man denn ein wenig ehrgeizig und läuft auf Zeit und guckt, was man für eine Zeit bekommt? Ich denke mal, für uns, die wir schon länger laufen, gucken wir, glaube ich, alle schon drauf. Das ist so ein bisschen Ansporn, aber trotzdem, der Spaß darf nicht auf der Strecke bleiben. Und dann kommt die Gruppe hier mit den Stöckern. Die Nordic Walking Gruppe. Genau, wir treffen uns auch einmal die Woche, dienstags um 7:30 und drehen hier eine Runde durchs Feld, meistens so 5 bis 6 Kilometer. Wir teilen uns auch manchmal ein bisschen auf. Die ein bisschen schneller gehen wollen, gehen halt vor. Die ein bisschen langsamer gehen wollen, gehen ihr Tempo. Was ist, wenn ihr eure Runde gemacht habt? Wie ist das dann anschließend? Die Gemeinschaft. Dass wir alle zusammenstehen und ein bisschen kakeln noch. Ne? Also ist das auch schon so ein bisschen Informationsweitergabe aus dem unmittelbaren Geschehen im Ort? Auf jeden Fall. Man hört immer wieder das Neueste, was man selber noch nicht mitbekommen hat, weiß die andere oder der andere. Und so ist man immer auf dem Laufenden. Es ist einfach schön und gesellig. Ihr seid die Rennradgruppe. Genau. Wie viele Mitglieder habt ihr hier gerade? Ja, wir sind, glaube ich, heute zu 8. Ansonsten, wir haben 13 Leute in der WhatsApp-Gruppe. Das heißt natürlich nicht, dass 13 immer fahren. Also so ein harter Kern
von 5-6 Leuten trifft sich dienstags an der Glocke. Und dann fahren wir unsere 45-50 Kilometer. Ja, und danach trinken wir meistens auch noch ein Bierchen oder quatschen noch kurz. Und ihr seid auch sehr cool angezogen. Werdet ihr gesponsert? Ja, wir haben ein paar Sponsoren, einmal Major und ja, man sieht es ja, Auszeit, Ferienwohnungen. Ja, das wäre es erstmal bei den Trikots. Ihr fahrt nur zum Spaß, nur für euch oder fahrt ihr auch schon Rennen mit? Nein, Rennen fahren wir nicht. Wir fahren so Jedermann-Rennen. Da geht es nicht ums Gewinnen, da geht es dann um dabei zu sein. Und das gibt es von klein bis groß, wie bei den Volksläufen auch. Sind diese Jedermann-Rennen, diese, wo man dann immer überall die Schilder sieht, mit den Pfeilen, da geht's her? Ganz genau. Da steht ein RTF drauf, das heißt Radtouristenfahrt. Weil die Profis das immer so despektierlich, die Radtouristen dann sagen. Wenn man bei euch mitmacht, braucht man schon ein richtiges Rennrad, ne? Da kann ich nicht mit meinem E-Bike mal kommen und gucken, ob es mir auch gefällt? Nein, ein Rennrad oder ein Gravelbike, das ist so ein Cross-Rennrad mit einem E-Bike, das macht nicht wirklich Sinn, weil die einfach zu dynamisch sind. Da tritt man dreimal rein und dann ist man weg und ein E-Bike ist halt gleichförmiger. Dies beide sind jetzt die beiden verschiedenen Ausführungen. Für mich sehen die ziemlich gleich aus. Wo ist der Unterschied? Ja, die Miriam, die hat einmal ein Gravelbike und das hat ein bisschen breitere Reifen. Die Rahmengeometrie ist ein bisschen anders. Immer meistens Scheibenbremsen. Das ist einfach ein Fahrrad, was man auch als Jobleasing oder so oft dann sieht. Das ist ein bisschen alterstauglicher. Es ist kein reiner Renner, ein bisschen langsamer. Dafür aber auch ein bisschen anders übersetzt, dass man im Gebirge zum Beispiel noch besser klarkommt. Gravel heißt nichts anderes als Schotter oder dass man leichte Schotterwege da auch mitfahren kann. Aber grundsätzlich, wenn jetzt jemand kommt, ich möchte gerne vielleicht bei euch mitmachen, darf ich mir mal ein Fahrrad von euch ausleihen? Also ich habe nur das eine. Ich kann das nur mal so vergeben und selber dann mal einmal nicht fahren. Aber müssen sonst mit den Kollegen mal sprechen. Der eine oder andere hat ein paar mehr in der Garage stehen. Und wenn jetzt jemand mitmachen möchte, dann geht er auf die Homepage vom VfL, nehme ich an, oder wendet sich direkt an dich? Ja, an mich oder an Michael Duncan oder Martin Witte. Wir geben da gerne Auskunft. Christ-Jemel-Wochenende ist in Thüle immer Sportfest. Das funktioniert nur mit ehrenamtlichen Helfern, die hier alles machen. Aber ein Sportverein ist ja grundsätzlich ausgestattet mit nur ehrenamtlichen Helfern. Wie motiviert sich denn ein Vorstand dann immer weiterzumachen? Die Sache ist ein bisschen schwer geworden als früher. Also Leute sind nicht mehr so bereit wie früher, ihre Zeit zu opfern. Ja, da gebe ich dir recht. Aber man sieht das zum Beispiel bei uns im Vorstandteam. Wir sind also jetzt seit 13.01. zusammen und neu gefunden und auch mehr gefunden, als wir vorher waren. Und wir sind da auch sehr motiviert, das zu machen, weil wir sehen noch sehr gute Zukunftsperspektiven hier. Wie man weiß, kommt ja eigentlich der VfL Thüle aus dem Fußballbereich, aus dem reinen Fußballbereich. Und wir haben es ja mittlerweile geschafft, uns Breitfläche aufzustellen und haben auch das geschafft, dass wir auch mehr Mitgliedschaften in Richtung Damen dazugekommen sind, die früher also nicht da waren. Weil Fußball war früher ein reiner Männersport. Und wir haben hier bei uns in VfL Thüle mehr so weglaufende oder weggehende Sportarten wie Rennradfahrer, wie Jogger, wie Walker. Aber wir haben natürlich aber auch Sportarten, die hier hinkommen, um auf dem Gelände hier oben Sportarten zu machen. So wie Tennis habe ich am Zufall mal gerade einen Ball hier. Tennis, Volleyball haben wir jetzt auch neu gegründet und natürlich auch Fußball weiterhin so. Aber ebenso auch Leichtathletik. Fit werden, fit bleiben, fit sein und vor allen Dingen Geselligkeit erleben. Das ist offensichtlich Sport. Auf jeden Fall hier im VfL Thüle. Wenn Sie, liebe Zuschauer, vielleicht auch einen Verein haben, wo Sie denken, den könnten wir auch mal vorstellen, da sollten wir uns mal beim Selzer TV melden. Wenn wir einen Termin kriegen, kommen wir auch zu Ihnen. Tschüss, bis dahin. Mit diesen sportlichen Themen möchte ich mich für heute von Ihnen verabschieden, nicht ohne mich für Ihr Interesse zu bedanken. Unsere gesamten Beiträge und Sendungen können Sie übrigens rund um die Uhr im Internet unter selzer.tv und nrvision.de sehen. Ein Klick genügt. Machen Sie es gut und tschüss, bis zum nächsten Mal.